Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Erstmal kurz überlegen. Habe ich in der letzten Folge am Anfang nicht irgendwas anderes gesagt? Habe ich eventuell Metal Gear Solid oder so gesagt? Wenn ich gerade darüber überlegen bin, welche. Kann gut sein, dass ich im letzten Part irgendwie scheiße am Anfang gelabert habe, aber wenn, ist es ja auch irgendwie egal. Weil ich wollte gerade Metal Gear Solid sagen. Und da wird Roman gerade verprügelt. Dann gehen wir natürlich mal hin. Wir haben ja einen Molotow-Cocktail. Ah, schön. Nein, aber wir. Packt ihn weg. Pack ihn weg! Jetzt bekommen wir nämlich ein Kloppen-Tutorial. Wird ganz lustig. Hallo. Listen, Daddy is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey! Shit! There he is! Keep on fat boy here and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Mhm. So. Schlag Blader zusammen. Blader. Blader. Wenn sie haben wir zu visieren, alles klar. Schubs! Oder, achso, ich kann auch quasi, kann ich auch? Ne, ich kann nicht mit RT schlagen. Ich bin gleich tot. Wieso habe ich denn so viel Schaden? Darf ich das mal wissen? Bam. Genau, das ist nämlich die Heilung oder die Energie, die ihr darin seht, des Gegners. Das rote, ich bin bald tot. Buff! So, ich werde das nicht überleben, glaube ich. Ist ein bisschen peinlich. Weil ich einfach schlichtweg nicht weiß, woher ich den Schaden genommen habe. Das ist ein bisschen doof. Oder auch nicht. Bäm. Ja, tut mir leid, dass ich das nicht so viel erklären konnte. Ja. Das ist leider ein bisschen blöd. Dass ich keine Leben mehr habe. Möchte ich behaupten. Roman. Beweg deinen Arsch. Ja, wow. Die Kamera ist mal wieder richtig Porno. Oh. Ach ja, die Fahrzeugsteuerung im Spiel ist schon mitunter sehr am. Das kann nicht wahr sein. Oh, und wegen so einer Scheiße verkacke ich das jetzt, ne? Erste Mission verkackt. Toll. Los, wo bleibt die SMS? Wollt ihr mich verarschen? Achso, ich muss immer. Oh. Mein Gott. Ja, wegen so einer Scheiße bleibe ich wieder. Oh, das macht mich doch wieder sauer. Ja, und jetzt habe ich auch noch Frame Drops aufs Übelste, merke ich gerade. Screw money, I owe the Albanians. Paying for the cab will be a lot harder. See you later, cousin. Aha. Das ist wieder der Evil Spirit, ja. Sobald ich einfach pissed bin, bekomme ich einfach schlichtweg Frame Drops. So, Bleed Out machen wir nochmal. Geht wieder. Frames haben wir wieder eingekriegt, so halbwegs jedenfalls. Ich weiß nicht, seit wann es gerade schon rumgeleckt hat. Retter, oh man. Schön, dass ich einfach zu Fuß spawne. Genau, dann bekommen wir nämlich immer eine oh, Alter. Eine SMS, womit wir die Mission sofort neu starten können. Angenehmer im Gegensatz zu den Vorspielen, wo man dann tatsächlich auch wieder zu den Vorgängerspielen, wo man dann auch wieder zur Mission hinfahren musste. Aber trotzdem muss man halt die Mission nochmal komplett von vorne anfangen. Das ist halt nicht so geil. Ja, ja, kenne ich schon, ist okay. So, was können wir denn alles hier? Pass mal auf, wir können mit B erstmal schlagen. Warum habe ich denn nur fitte Leben? Das ist richtig frech. So, bam, bam, bam. Y, alternativer Schlag, okay. Achso, quasi andere Hand. Nee, doch nicht. Und X, können wir noch ein bisschen buff noch einmal reintreten. Wir können auch mit A, meine ich, genau, ausweichen. So, tipp, tipp. Nur hier blocken. Ja, funktioniert wieder super. Ich glaube, man kriegt so oder so Schaden, nur dann weniger, wenn man blockt oder so.
Genau, und das Ding, was im Kreis ist, diese roten Balken, die langsam weggehen, sind halt seine Leben, ne? Ey, es kann nicht wahr sein. Jetzt verreck in der Hölle. Mein Gott. So. Hey, Fürder, man. Wo war ich stehen geblieben, ne? Ich war bei der scheiß Fahrzeugsteuerung stehen geblieben, die in diesem Spiel echt ein bisschen fies ist. Weil ich die Autos ungefähr so gut lenken wie... Wie ein Zug. Ohne Gleise. Also ich wollte damit andeuten, dass sie sich scheiße lenken lassen, so. Weil man drückt halt ein... man kurft da so komisch um die Ecke. Mit A kann ich auch anbremsen, ja, schon klar. Hier kann ich nämlich die Autos nicht so cool rumlenken wie bei GTA 5, ne? Das funktioniert bei dem Spiel leider nicht. Ich habe übrigens keine Ahnung, was ich machen muss. Ob ich den irgendwie töten muss oder ob ich den nur hinterherfahren muss. Eigentlich ausschalten, ne? Aber da kriege ich ja mit dem normalen Auto nicht hin. Ich glaube, der bleibt auch irgendwann stehen und steigt aus. Dann werde ich ihn einfach überfahren, ne? So einfach mache ich mir die Welt dann. Oh mein. Ja. Mhm. Wow! Ich hänge im Boden fest. Oh, danke schön. Oh! Ey, das Spiel, ne? Ja, ja, beruhig dich. Ey, welche hätte ich mir so nicht wieder verkackt, ne? Weil dieses Auto im Boden stecken bleibt. Dann hätte ich aber. Dann hätte ich wieder rumgeflucht, ey. Ich bin gleich tot. Sag mal, kriege ich irgendwie dauerhaft Schaden oder sowas? Ah, schön. Das war geil. Eigentlich soll man aufsteigen und ihn verkloppen, ne? Habe ich gut gemacht. Genau, das war nämlich der Punkt. Bis dahin habe ich, glaube ich, mit Tastatur gespielt und da habe ich gemerkt, dass es einfach nicht funktioniert, ihn da richtig zu verfolgen. Und dann habe ich es einfach gelassen und habe dann auf meinen Xbox-Controller gewartet. There was no avoiding him. Did you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight. Geht doch mal weg. We will see if things are that simple. So. I see you later. So. So, da kann ich gleich die nächste Mission anfangen. Dann würde ich gleich sogar beinahe mal sagen, dass wir das auch tun werden. The City. Ne. Come on, Hattie. Forget about the fat, sir. Vlad, shut up. But he's a serf. You're a countess. Talking about serfs. Oh, hey, Nico. Where's Roman? Good question. Hey, Yoko, your damn cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous, this guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did he walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Hey, Mallory. Hey, man. Hey. About time. Vlad, Vladdy boy, what's going on? Roman. Roman boy. You tell me what's going on. That's aftershave. What is that? Sex pest? No. It's where is my fucking money? I had it. I had some of it.
Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with him. Broke Darden's arm, then beat up a couple more. Then we teach him a real lesson. Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Later, Vlad. What? The phone's ringing. Hey. Yeah. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico. Sorry to ask, cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue. Whatever. What was this all about? Nico came in looking for you, and Vlad told him to get him a fucking coffee, and Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. Hot coffee? Alles klar. So, stecken Rom ins Wagen. Der hat sogar mehrere. Krasser Scheiß. So, ich bin nochmal gespannt, wann hier der erste Plot-Twist passiert. Der wird nämlich schon bald kommen. Plot-Twist ist übertrieben, aber... Bald nimmt die Story seinen Lauf, nennen wir es mal so. Mit einem sehr lustigen Ereignis. Weil bisher machen wir hier nur ein paar Taxifahrten, ne? So ein bisschen Tutorial-mäßig. Aber das dürfte schon bald zu Ende sein. So. Genau, da gibt es ja auch. Ich weiß aber leider gar nicht, wie das heißt oder von wem das ist, muss ich ehrlich sagen. Kennt ihr doch. La 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 la. So. Zack. Schön, wie das einfach instant anhält, das Kackding. Sieht ein bisschen aus wie CJ, finde ich. Thanks for coming. Can you take me over to Masterson Street? Kein Problem. Was? Stand ich gerade Metterton oder so? Und jetzt auch ein Masterson? Ach, keine Ahnung. Ich kann nicht lesen. Roman was gonna pick me up. I need someone I can trust for this run. I'm Roman's cousin. If you can trust him, you can trust me. He told me about you. You're Nico, right? The hotshot ladies man cruising around the Mediterranean breaking hearts and making millions? Yeah, I traded in the yacht for this cab. That's exactly the kind of bullshit I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got him. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your hands dirty? My hands haven't been cleaned for a long time. Being here in Liberty City is just making them dirtier. Okay, okay. I gotta pick up some hot parts for my locker. Mm. You down? I ain't got no problem with that. Just don't tell me if you stole this shit from a hospital or a school for sick kids. My conscience is troubled and... That door isn't meant to be open. Wait here while I take a look. The cops are on to me. Get us out of here. Na dann. Nee. Bin dabei. Kein Problem. Habe ja schon Erfahrung mit, ne? Ich Arschloch. Wer dein Fahndungslevel los? Ich habe es dir schon erklärt, wie das Prinzip hier funktioniert. Also das erste und einzige Mal in GTA, so glaube ich. Außer natürlich hier in den DLCs. Wow. Oh. War blöd. Alter. Und das hat nämlich einfach keinen Widerstand, das ist einfach nur die Vorderseite, die sich eingedellt hat. War authentisch. Wirkt ein bisschen echter. Wenn man eigentlich mit 50, wenn ich mit so einer Geschwindigkeit gegen eine Wand fahre, wäre ein Auto in echt einfach nur Matsch. Das wäre so flach wie eine Flunder, was da übrig bleiben würde. Horizontal natürlich, vertikal. dann bringen Jermaine in die Gibson Street. Mel Gibson. So what brings you to Liberty City, Nico? Roman, I guess. And some other things. Geh weg, wow. I'm looking for something. Woo! Good luck finding them. How's the hunt been going so far? Ich fahr einfach in der Mitte durch hier. Meow. Woo! There's this asshole called Vlad, who he owes money to as well. Good luck with that. Hmm.
ist alles nicht so einfach gerade. Okay, we're here. Thanks, man. Keep looking after Roman, aight? Im Pain Spray kannst du dein Fahndungslevel loswerden, sofern dich die Cops nicht beim Hineinfahren sehen. Stimmt. Bei den alten Teilen musste man einfach nur irgendwie reinfahren. Hier wird ein Wagen repariert und umgespritzt. 3 Stunden. Ja. Bedem, bedem. Ich bin bei Tod. Das ist nicht so geil. Aber was soll's, so viele Missionen wie ich noch schaffe, ne? Da ist es ja okay, komm, wir lassen es am Unmarkieren. Ich glaube, die erste Spritzung ist gratis. Oh. Schön abgebrochen. Scheiße. Das war's bei den anderen GTAs immer zu Anfang gratis. Genau, diesmal geht's auch aus. Klassische GTA. Oh mein Gott, das sieht ganz schön hässlich aus. Mit eine Seite braun. Ganz merkwürdig. Jetzt habe ich leider Romans Telefonanruf abgebrochen. Das tut mir wahnsinnig leid. Nicht, aber was soll's. Umpa, 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 umpa. Irgendwie geht der Part gerade schon recht lang, ne? Also, ich habe recht viel geschafft schon. 3 Missionen oder 2. Vielleicht aber nur eine dritte. Enterprises. No, Mr. Bellick is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. Yes, I'll tell him. Car 7, head to South Slopes. Come on, where are you, Mohammed? Hello, Roman Bellick's up. Shh, fucking battery. This is chaos. Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When you going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you got time. There, I have time. Another time. Can I help? Okay, yes. Go pick up my friend little Jacob. He's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. He's on Oneida Avenue in South Slopes. Nico, man, we should talk sometime. I'm a good listener. Whatever, man. Mohammed, where the fuck are? Oh, Miss Weinstock. No, no, not you. What can I do for you today? Yo. Alles klar. Hol Little Jakob ab. Jetzt ist das Auto wieder anders. Wieder die alte Lackierung. Und wieder dreckig vor allen Dingen. Die haben allgemein vorne links eine andere Lackierung. Das ist ja super merkwürdig. So einfach so die Kaputtheit des Autos demonstrieren. Ach du Kacke. Deck mich am Arsch. Ansonsten, ich kann mal hier Liberty Rock natürlich. Die ganzen Lieder kenne ich natürlich schon durch GTA. Ansonsten hier kann ich auch mal Radio Broker anmachen, war das, glaube ich. Da läuft auch immer ganz coole Musik. Bäh, 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 bäh. Wo ist denn der? Ah, kommst du denn her? Guckt mal, kommt ihr euch bekannt vor? Hey, Chadler. Das ist der Typ, den wir eben schon bei dem First Date gesehen haben, da der da schon einmal rumstand. Keine Ahnung, warum die schon gespoilert haben. Gonna help Roman take over the world and thing. I guess so. Respect, all right. We're going to the spot where I need you to wait by. See? I gotta ask you another favor, too. Go for it. Can you take this piece? Hear anything bad going down? You come and help, sight? Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. Realness, brother. You're my man Roman's cousin. Thanks, respect. This Ross is a okay. Real bad man the other day. I want to make peace, but John know what type of shit they might pull off. All right, there be the spot up there. Watch out for any badness. Sure. Es wird aufhören, gegen das Auto zu laufen. Okay. Little Jacob immer schön am Weed smoken. Okay, der Part wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, bis die Mission vorbei ist, aber dann macht ja nichts. So, dann bekommen wir jetzt erstmal einen Schuss ins Structural, ja. So, zack. Funktioniert eigentlich ziemlich genauso wie in GTA 5. So, ziemlich smooth eigentlich. So, duck dich, um nicht gesehen zu werden. Sieht's auch präziser, stimmt. Naja. Der Punkt in der Mitte ist ja irgendwie genauso. Um nicht gesehen zu werden.
Jacob, Jacob, Jacob. We have to teach a bad man his lesson and thing. Natürlich. Dann würde ich sagen, bam. Beziehungsweise, zack, das war eigentlich relativ einfach in dem Spiel Kopfschüsse zu verteilen. Daran erinnere ich mich noch. Zack. Weil man einfach nur einmal nur kurz nach oben ziehen muss. So zack. Und dann kriegt er sofort einen mit. Okay, das, ja, ich habe schon nachgeladen. Okay, das noch nicht vorbei ist, das lasse ich schließen. Dass noch mehr kommen, genau. Blöd ist leider, dass ich gleich tot bin. Dass ich nicht viele Leben habe. Mhm. Zum Kaffee. Ich mag Kaffee. Ich wage es lieber nicht, darunter zu springen, bevor ich dabei irgendwie noch verrecke. Wow. Was war das denn? Dann gehen wir mal schnell. Wir haben niemanden erschossen. Nein, nein, nein. Halte ich für ein Gerücht. Okay, der Radiosender macht mir gerade ein bisschen Angst. Quietsch! Thanks for everything. You can keep the peace. I think you know if you use it better than I do. One love. One love, genau das sagt er mal. Kann ich da rein in das Homebrew Café? Oder ist es einfach nur so Deko gerade? Mal ausprobieren. Kommt tatsächlich rein. Cool! Roman, I took Jacob where he wanted to go. Driving for you ain't as boring as I thought it would be. Jacob is a good man. Watching glue dry with Jacob would not be boring. Thank you, cousin. Hm? So, ich glaube, ich kann die sogar spielen, ne? War das nicht so? Ja. Ich glaube, dafür musste man sicherlich auch für eine Errungenschaft irgendwann machen. Werde ich noch machen. Ich werde sowieso versuchen, möglichst viele Errungenschaften in dem Spiel noch zu kriegen, die mir noch fehlen irgendwie. Ne? Ich habe allgemein nicht viele. Ich habe tatsächlich nur die Story im Errungenschaften. Also so, ne? Sowas wie... Ja, ne, die man wirklich mit der Mission kriegt. Ich kann ja auch leider nichts trinken oder so, ne? Hm, also so, dass mich das irgendwas irgendwie heilt oder so. Was ist mit dir los? Pff. Okay, Respekt, wie er das aufgestellt hat. Krasser Scheiß. Okay. Oh, unbekannter Anrufer. Vlad, name doesn't ring any bells. I'm sorry. You better start remembering important people, you dumb peasant. Your cousin owes me a lot of money. If you don't want to make things real difficult for him, you are going to come to Kamerad Bar in Mohawk. I have a work for you. Mhm. Da beginnt unsere nächste Mission also. Ich würde aber sagen, das war GTA 4. GTA 5 sei schon wieder. GTA 4 für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir auf der Stelle springen. Genau, man kann, das ist das einzige GTA, glaube ich, an dem man auf der Stelle springen kann. Krass. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann, ja, die nächste Mission machen, ne? Bis denn. Tschüss.